Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7 und dem Beagle. Ich habe gerade überlegt, was überhaupt meine Aufgabe ist und habe dann gesehen, ich soll den Hof untersuchen. Ich habe jetzt endgültig entschieden, dass ich erstmal die, Zoe, was? Warum rufst du immer erst an, wenn ich irgendwo weggehen möchte? Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, das hört mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Mhm. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Ich habe jetzt schon ein paar Mal Mr. Baker geklatscht, also ich bitte euch. Ich nehme mal an, da hinten, ne? Oder? Oh, das ist ziemlich creepy. Ich wollte gerade sagen, wie nichts. Wie nichts. Es gibt Kisten mit absolutem Nichts drin. Das ist frech, Leute. Das ist richtig frech. Gutes Insekt, ehrlich. Besser als nichts. Oh, hier ist alles voller ekliger Viecher. Ah! Wo rennst du hin? Na, Was ist hier oben drin? Ethan kann ja nicht springen und einmal mit dem Messer dran lutschen. Oh. Aua. Aua, aua, aua. Das dumm ist. Ist das dumm gewesen? Geht so. Leute. Ja. Ja. Ethan, schneller, schneller, schneller. Hau drauf, hau drauf, hau drauf, hau drauf. Ich glaube, jetzt geht's mir aber schlecht. Ja. Damn you, ich wollte doch Munition sparen. Okay.
Boah, ich an Ethans Stelle würde mich so ekeln. Für Munition zu schade. Ja, danke. Weiß ich doch, dass die für Munition zu schade sind. Was habe ich denn hier? High Life, ohne Kraut. Cool. Oh, was? Was? Festbrennstoff. Oh, wo kriege ich das denn her? Nein. Ah, Leute, pfui, Deibel. Da ist noch ein. Ist da was? Oh Gott, das kostet mir zu viel Mohn. Ethan, schneller, 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 schneller! Ah! Hallo, das ist ja. Die Frau hat einen ziemlichen Faible für Dinge, die ich eklig finde. Just saying. Oh, Ethan. Leute, ich kann das nicht. Das ist so eklig. Komm her! Stipp, 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 stipp doch! Ich will das da nicht zurücklassen. Damn you! Eine Karte des alten Hauses. Galerie. Saloon. Safe room? Maybe? Die Figur fehlt. Die hatten wir in dem Video ja gesehen mit Mia. Das ist doch nicht wahr. Ich brauche ein Safe Room, ganz dringend. Ja, bitte, wir speichern. Oh, ich kann mehr Objekte tragen. Backpacker. Kraut. Yes. Schisspulver. Yes. Nee, ich mach mal hier kombinieren. Bisschen Schrot tut gut. Jetzt verstauen. Kann ich. Sortier mir doch bitte. So. Sehr gut, Leute, sehr gut. Was habe ich denn hier? Festbrennstoff, okay. Ich fühle mich direkt ein bisschen mehr High Life, wenn ich ehrlich bin, ne? Weil ich den hier jetzt mitnehmen kann. Boom. Ach, das ist nur ein Griff? Warte mal. Nö. Na gut, da gut, na gut. Was ist denn hier hinten? Das ist noch irgendwas hier in der Ecke? Nö. Jetzt muss ich aber nochmal zurück. Auch wenn ich jetzt mehr Platz habe, brauche ich dennoch.
Noch mehr Platz. Ach, ja. Moment. Also, ich gehe jetzt nochmal in die Dings zurück, wo ich das liegen lassen musste. Aber ich finde es faszinierend, dass Mami anscheinend nicht hier ist. Mich stört es ja nicht, dass die olle Kuh nicht hier ist. Nein, 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 nein. Geh und zwiebel dich, du Scheiß. Dann geh doch weg. Soll ich dich in den Safe Room? Noch eins. Gott, ist das widerlich, Leute. Das ist richtig widerlich. Mein ja nur. Nein. Dann gehe ich jetzt hier vorne durch, wie das mein Plan war. Schieß. Sie ist oben, geh nicht hoch. Welches oben meinst du? Esszimmer. Saloon. Egal. Ach, hier bin ich wieder. Ja, nun, ne? Und hier draußen ist echt gar nichts für mich. Nein, na gut. Dann muss ich halt wieder hier rein. Wasserspeicher. Okay, wisst ihr was? Das versuche ich jetzt noch eben. Boah, die Türen hier sind aber auch so abstoßend, ne? Bam! 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 Tod dem Vieh! Tod dem Vieh! Tod dem Vieh! Adidrisch! Adidrisch! Und komische Kräuter ist hier. Au. Ah, da ist noch mehr drunter. Jetzt reicht's ja aber. Komm, alles gut. Abbei! Aua! Was war das denn jetzt? Da fehlt was. Ah. Ganz schön unverschämt, Leute. Bin ich jetzt rot? Nee, noch nicht ganz. Bah! Der andere Teil von der Brandünste da. Yes! Oh la la! Ich habe keinen Platz mehr, ne? Da komm, heil dich mal. So, was haben wir denn hier noch? Gar nichts mehr, ne? Also muss ich jetzt die Kurbel finden. Ist das so? Ich fühle mich mit dem Brenner aber ehrlich gesagt schon ziemlich viel geiler. Ah, 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 ah. Sag mal. Warum ist das hier eigentlich so strange? Ich muss nach oben theoretisch, aber da komme ich ja nicht hin. Steht da was? Na. Warte mal, kann ich das...
Platt machen? Nein. Ich habe nicht genug Platz für die alte Münze. Ich muss nochmal zurück. Bringt mir alles nichts. Wo war denn jetzt nochmal der Safe Room? Falsch. Ich gehe durch den Saloon, richtig? Durch den Saloon. Na mal was? Man könnte meinen, irgendwas ist an den Fensterscheiben, ey. Ich gehe hier hin. Da oben hin, dann hier hin. Eben nicht dahin. Gut. Du, gut, dass wir darüber. Oh. Schade, dass mir liegen gelassene Sachen nicht wieder angezeigt werden. Also sprich, wie das in den anderen Teilen so ist, wenn ich da was hab. Aber sei es drum. Hier ist ein bisschen schneller. Ich könnte mir noch eine Flasche Heilung machen. Aber drei müssen doch reichen, oder? Ich habe auch immer noch die Steroide bei mir, ne? Ach, meiner Schau. Ich muss noch mal zurück ins Haupthaus, fällt mir gerade ein. Ich habe halt Angst, dass ich keinen Platz mehr habe später. Aber sei es drum, speichere ich nochmal. Sicher ist sicher, Leute. Sicher ist sicher. Wir haben nur noch 2 Minuten. Ich fühle mich hier immer so viel sicherer, wenn ich speichern kann. Ich meine, wie viel schlimmer kann es denn noch nach Mr. Baker werden? Das ist halt... Boah, ist hier alles voller Insekten. Ich sag vielleicht einfach gar nichts. Ethan, lauf schneller. Bitte. Wir wissen beide, du kannst schneller laufen. Also. War das nicht hier? Doch klar. Nee. Das löst mein Problem natürlich auch. Die Frage ist, möchte ich wirklich nach da unten gehen? Jetzt habe ich nur noch einen Platz. Ey, na gut. Ethan? Mia? Ethan! Erzähl keinen Mist mehr, Mia. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß, du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Danny, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas! Ethan, Hilfe! Verdammt. Also ganz ehrlich, wäre ich an Ethans Stelle. Who the fuck cares? Scheidung. Ich konnte das Stichwort Scheidung nicht mehr in den Raum werfen. Verdammt, das ist das Einzige, wie ich Mia wiederfinden muss, um mir zu sagen, dass wir uns scheiden lassen. Ihr kennt das doch, ich meine, komm schon. Nicht, dass die Frau auf einmal noch Erwartungen hat, die ich nicht erfüllen kann, weil ich sie nicht erfüllen will. Bleib draußen, verdammt!
völlig gestört, ey. Ah, das ist ja widerlich. Werden die immer mehr oder werden die wenig? Die Frage ist, wo muss ich denn lang? Ich muss da lang, ob die Frau will oder nicht. Trotzphase? Wieso denn jetzt Trotzphase? Das hat bestimmt wehgetan, oder? Das hat wehgetan, du dämliche Biatsch. Was mache ich denn jetzt, ey? Galerie, da muss ich hin. Ist die gestört, ey. Ist die Olle gestört, Leute. Und ihr wollt jetzt, dass ich das nochmal hinkriege? Faszinierend, ey, wirklich. Das funktioniert sogar, glaube ich. Warte mal. Nee, ich glaube eher so. So? Nee. Als hätte ich das nicht erst gemacht. Ja. Okay. Oh, das ist jetzt noch richtig rum, wäre geil, ne? Alter, wie habe ich das denn jetzt seitenverkehrt bekommen? Eigentlich ist der Part vorbei, aber wir gehen jetzt noch da lang. Mist, 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 Mist! Ja, Scheiße! Ich hasse Insekten. Ey, Mami, einfach letzter Abgrund. Ohne Scheiß. Niemand will diese Frau haben. Einmal. Was ist da unten? Oh, so riesen. Ach, da kannst du auf einmal deine Taschenlampe anmachen, ja? Das finde ich gar nicht schlecht. Eine Kurbel, das ist doch gar nicht übel. Ich würde aber gerne wissen, was die... Da war... Weicht das Viech mir aus? Ich frag ja nur, ja, es ist ja. Und
Danke, dass du die Kurbel wieder mitnimmst. So, und von hier aus gehen wir jetzt direkt safe in den Safe Room. Safe in den Safe Room. Wasserspeicher. Und dann hören wir auf. Finde ich, ist ein guter Deal. Wenn ihr mich fragt. Und das in Anbetracht dessen, dass die Frau nämlich auch super pissed ist. Ich weiß ja immer noch nicht. Ich würde aber schon gerne wissen, was da hinten ist, ne? Das gucke ich jetzt mal einmal kurz nach, Leute. Ach, Kacke. Wie wär's, wenn wir töten? Also. Ey, das Viech ist gigantisch groß! Du kannst mir doch nicht erklären, dass du es nicht triffst. Ja, aber wenn da jetzt was Besonderes drin ist, dann... Sie haben nicht genug für den Krähenschlüssel. Eine antike Münze? Ja, aber den Krähenschlüssel brauche ich schon, ne? Scheiß. Scheiß Dreck! Von da aus komme ich aber nicht dahin. Also muss ich erst wieder in den Saloon zurück. Oh. Gut. Ach. Hier raus. Widerlich, Leute. Einfach widerlich. So, jetzt habe ich mega lang überzogen deswegen. Also ich würde sagen, nächste Folge. Ja, also nächste Folge. Gehen wir einmal den Schlüssel holen. Und 8 Münzen. Ja, cool. Und dann nach oben, wo angeblich die Lösung aller Dinge ist. Ich habe das Gefühl, dass Margaret da warten wird. Okay, ihr Lieben. Habt einen schönen Tag und haut rein.